Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum zu dokumentieren, wie Welt in einem Interview mit Tino Chrupalla ausländische Propaganda verbreitet. Was sich dadurch äußert, dass die Moderatorin Tino Chrupalla massiv unterbricht, ihn überhaupt nicht mehr zu Wort kommen lässt, als Tino Chrupalla etwas zur Ukraine sagen will. Aber auch Sie malen ja in Ihrer Rede eine Vision aus. Ich zitiere, es kommen keine unerwünschten Zuwanderer, weil jeder in seiner Region gut und glücklich leben kann. Man muss den Regionen nur Respekt entgegenbringen, statt ihnen mit Bomben und Sanktionen zu drohen. Aber ich frage mich jetzt so ein bisschen, was sollen denn die Menschen aus der Ukraine dazu sagen, die vor den Bomben geflüchtet sind oder die Menschen aus Afghanistan oder dem Iran? Ja, die Gegenfrage, die ich stellen muss, wollen wir denn in diesen Regionen weiter Waffen und Munition liefern, damit noch mehr Flüchtlinge kommen? Der Krieg in der Ukraine, das wissen Sie, hätte verhindert werden können, wenn Selenskyj das gewollt hätte. Gleich nach Ausbruch des Krieges. Er ist nicht gewollt gewesen. Die Amerikaner haben diesen Herr Krieg Chrupalla, genutzt, um ihre Interessen durchzusetzen. Herr Chrupalla, ich muss Sie da unterbrechen. Das behaupten Europa, Sie. Europa hat ihre... Nee, das kann ich ja behaupten. Das ist ja meine Aufgabe als Opposition. Und Sie sehen, dass viele Bürger dieser, nicht bloß Behauptung, sondern dieser Tatsache, Boris Johnson hat extra diese Gespräche beendet, die in Ankara angelaufen sind. Das sind Fakten und die dürfen Sie einfach auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und das ist sicher nicht meine Absicht, aber es gab da auch einige Vorfälle, nach denen dann vielleicht etwas nicht mehr möglich war. Ich darf Sie da an Butscha erinnern und auch, dass es durch Verhandlungen möglich wäre, diesen Krieg zu verhindern, darf ich doch in Frage stellen. Diesen Krieg wird man nicht gewinnen, Frau Losch. Frau Losch, hier müssen Sie mich ausreden lassen. Die glauben doch nicht im Ernst, dass man diesen Krieg mit weiteren Waffenlieferungen beenden kann. Der Krieg wird immer mit Diplomatie, mit Gesprächen beendet. Und das muss auch das oberste Ziel sein. Und nicht, dass wir im Bundestag von Kriegsmüdigkeit reden und uns beklagen. Und Herr Chrupalla, da wird Ihnen auch keiner widersprechen. Aber wenn einfach der Ukraine keine Waffen mehr geliefert werden, wissen Sie genauso gut wie ich, dass dann die Ukraine nicht mehr weiter existieren wird. Und so werden weitere Bürger sterben. Ich möchte nur nicht, dass Deutschland in diesen Krieg hineingetrieben wird, dass unsere Kinder und Enkelkinder in diesen Krieg getrieben werden, dass am Ende noch ganz Europa in einen Flächenbrand in diesen Krieg verwickelt wird. Das ist das Ziel der AfD und dagegen und dafür kämpfe ich für Frieden. Und das muss immer die oberste Prämisse sein, Frau Losch. Und ich glaube, zumindest da können Ihnen viele zustimmen. Dankeschön für das Gespräch, Herr Chrupalla. Sehr gerne. Die Moderatorin stellt eine Frage, in der die Ukraine vorkommt, die Tino Chrupalla hätte schwammig beantworten können. Tino Chrupalla entscheidet sich aber, dem Zuschauer etwas Wichtiges zum Ukraine-Konflikt zu sagen. Nämlich, dass der Westen schuld daran ist, in Form von Boris Johnson, dass die Verhandlungen gescheitert sind und dass dadurch indirekt, das hat er nicht ausgesprochen, aber das wird natürlich dadurch klar, dass mehrere hunderttausend Menschen gestorben sind, weil Boris Johnson die Verhandlungen beendet hat und sehr wahrscheinlich die USA dahinter stecken. Sie lässt ihn gar nicht ausreden, und fängt selbst an zu reden, also fängt selbst an lange zu reden und erklärt dann, es wäre Butscha gekommen. Und dann wird das Interview auch rasch beendet. Bei Butscha ist bemerkenswert, dass es bis heute von Kiew keine Liste der Toten gibt. Und eine offizielle Untersuchung gibt es sowieso nicht. Wie war der unbestreitbare Ablauf in Butscha? Am 30. März 2022 ziehen die Russen ab. Am 31. März meldet der Bürgermeister freudestrahlend die Wiedereroberung von Butscha. Von einem Massaker oder von Leichen ist nicht die Rede. Und es passt auch nicht zu seiner Stimmung. Über Butscha-Gemeinde. Der 31. März wird in die Geschichte unserer Siedlung, der gesamten Territorialgemeinschaft, als Tag der Befreiung unserer Siedlungen von den russischen Orks, von den russischen Besatzern, durch unsere ukrainischen Streitkräfte eingehen. Deshalb stelle ich heute fest, dass dieser Tag freudig ist. Er ist freudig und bedeutet einen großen Sieg. Es ist ein großer Sieg für unsere Streitkräfte in der Region Kiew. Und wir werden auf jeden Fall mit ihnen warten und alles dafür tun, um sicherzustellen, dass es einen großen Sieg in der gesamten Ukraine gibt. Ruhm unseren Streitkräften der Ukraine. Ruhm der Ukraine. Ruhm jedem Ukrainer, in welcher Ecke der Ukraine er sich gerade auch immer befindet. Am 2. April rückt die Polizei in die Stadt ein. Bei den Passanten ist von einem Massaker und von Leichen keine Rede. Die Aufnahmen von der Polizei zeigen auch nichts in die Richtung. Am 2. April wurde zudem vermeldet, dass Säuberungsaktionen der Stadt durchgeführt werden wollen, dass Kollaborateure ausfindig und bestraft werden sollen. Es existiert ein Video von dem Tag, wo ein Soldat den Vorgesetzten fragt, ob er auf alles schießen dürfe, was nicht eine blaue Binde trägt. Es existiert ein weiteres Video vom 2. April, wie ein pro-ukrainischer, antirussischer Filmer die Stadt besucht, um Freunden Lebensmittel zu bringen. Er filmt ausführlich die Stadt, von Leichen ist keine Spur. Er gerät dann anscheinend unter Druck, gibt eine Zeichnung frei,
auf der er hingemalt hat, wo die Leichen gelegen haben sollen. Es ist handgemalt. Also es sind keine Videoausschnitte, wo man Leichen sieht. Es hätte ja sein können, dass er die auch gefilmt hat, sondern es ist eingezeichnet per Hand. Am 3. April wurde dann die Geschichte erzählt, wie wir sie kennen, und wurde als Grund angeführt, die Verhandlungen zu beenden. Es gibt also hier massive Hinweise auf eine Inszenierung oder dass das Massaker von der Ukraine begangen wurde. Es ist ein Kunststück, diese Fakten herauszufinden. Vor allen Dingen ist nach einem Jahr hätte es längst eine offizielle Untersuchung geben müssen. Und dann stellt sich die Frage, wieso es nicht einmal eine Liste der Toten gibt. Also jedenfalls, sie von der Ukraine nicht preisgegeben wird. Es gibt zudem Aufnahmen von Zelensky, Ursula von der Leyen und dem Bürgermeister, die nach der Besichtigung des Vorfalls freudestrahlend gucken, was überhaupt nicht passt. Es erinnert an das Ahrtal, nur ist der Vorfall natürlich noch viel schrecklicher. Es erscheint schwer vorstellbar, dass man nach so einem Vorfall, dass man da so unbeeindruckt guckt wie diese drei Leute. Diese Aspekte verschweigt Welt, obwohl sie Ewigkeiten bekannt sind. Stattdessen suggeriert Welt, es sei alles klar, es müsse gar nichts mehr untersucht werden. Und Chrupalla wird ins Wort gefallen. Er stellt sich jetzt die Frage, warum macht Welt das? Welchen Grund gibt es, Tino Chrupalla die ganze Zeit aussprechen zu lassen? Und wenn er wichtige Gesichtspunkte zur Ukraine erklärt, wird er massiv unterbrochen, wird er quasi daran gehindert, das den Zuschauern nahezubringen. Es ist auch auffällig, dass die Moderatorin kurz vor Ende des Videos ihre Papiere so ein bisschen wütend auf den Tisch haut. Also man hört das, wie sie so zack macht und so sie enttäuscht ist anscheinend von Chrupalla. Man kann sich ausmalen, was die Moderatorin erwartet hat. Es wurde Chrupalla gelockt. Er durfte quasi einen Wahlkampfauftritt hinlegen im ersten Teil des Interviews. Er wurde überhaupt nicht unterbrochen. Er durfte jedes Mal ausreden. Natürlich hat Tino Chrupalla sich auch bemüht, nicht zu lange zu reden, aber er durfte jedes Mal ausreden. Und aus Weißwasser zugeschaltet ist jetzt Tino Chrupalla, AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzender. Ein gutes neues Jahr Ihnen. Und das Jahr beginnt ja für Ihre Partei tatsächlich sehr gut. Aus Ihrer Sicht sind das sehr erfreuliche Zahlen. Andererseits wird es Ihnen doch nicht viel nützen, weil Sie keinen Koalitionspartner zum Regieren finden werden. Wie wollen Sie dieses Dilemma auflösen? Ja, ein gutes neues Jahr zurück wünsche ich Ihnen auch. Also als allererstes sind natürlich Motivationszahlen für uns. Umfragen sind immer, vor allem wenn sie gut sind, Motivation. Und dann wollen wir erstmal sehen, wie das amtliche Endergebnis dann auch wirklich aussieht. Da ist noch viel Zeit. Wir wollen uns weiter steigern. 37%, Sie haben es eingangs gesagt, sind für uns Ansporn. Wir wollen eine parlamentarische Mehrheit erreichen. Und wenn kein Koalitionspartner nötig ist, und dazu fehlt ja nicht mehr viel, das gehört ja zur Wahrheit dazu, dann bräuchten wir den nicht. Auf der anderen Seite wollen wir und laden wir alle anderen Parteien zur Mitarbeit ein, die Parteien und die Personen, die es gut mit Deutschland meinen, denn wir bauen keine Brandmauern auf. Und auf der anderen Seite, glauben Sie denn, dass die CDU dann dabei bleiben wird? Glauben Sie, die Brandmauer bleibt bestehen oder könnte es zu einem Wortbruch von Friedrich Merz kommen? Ich glaube nicht, dass es am Ende nur alleine Friedrich Merz zu entscheiden haben. Am Ende haben das auch die CDU-Mitglieder und auch die CDU in Sachsen zu entscheiden. Und vor allem, darüber müssen wir reden, über das Souverän. Derjenige, der diese Wahlentscheidung bringt, denn der Wähler erwartet von den Parteien, dass die stärksten Parteien zusammenarbeiten, dass die stärksten Parteien sich zusammenraufen und im Interesse Sachsens, aber auch Deutschlands Politik machen. Also von daher, diese Brandmauerdebatte, die ja auf kommunaler und regionaler Ebene sowieso nicht funktioniert und nicht funktioniert hat, die wird nicht mehr ziehen. Die AfD ist mittlerweile in Gesamtdeutschland, auch in Sachsen sowieso, regional so verwurzelt, dass es Zeit wird, dass wir Verantwortung zu übernehmen. Denn das Land braucht uns und das zeigt sie immer mehr. Ich meine, wenn Sie sehen, in Sachsen eine Kanzlerpartei, die bei 3% liegt, also mehr Abstrafung gibt es ja nicht. Diese Parteien braucht auch tatsächlich niemand, eine FDP, bei 1%. Es gibt kaum noch Handwerker in Sachsen, die überhaupt die FDP wählen würden. Die sind alle bei uns, weil wir für diese Klientel Politik machen. Genauso wie für die Bauern, genauso wie für die Polizisten. Das ist unser Ansporn. Jetzt ist ja eine Partei noch gar nicht dabei in dieser Umfrage, nämlich das Bündnis Sarah Wagenknecht, die noch eine Partei werden wollen, die auch bei den Landtagswahlen dann antreten möchten. Ist das für Sie eher eine Konkurrenz oder wäre das ein möglicher Koalitionspartner? Wissen Sie, Konkurrenz ist eine Partei, die erstmal da ist. Sie haben es gesagt, sie ist ja noch nicht mal gegründet. Von daher gilt das, abzuwarten. Ich habe immer gesagt, ich habe da keine Angstperlen auf der Stirn.
Im Endeffekt hat auch diese Partei bzw. dieses Bündnis ja angekündigt, mit den Grünen und auch mit der Linke koalieren zu wollen, also so weiterzumachen. Und da frage ich Sie ganz ehrlich, für was braucht es dann dieses Bündnis, diese Partei? Sie ist wirklich überflüssig, das muss man wirklich sagen. Wenn man freiheitliche Politik möchte, wenn man vor allen Dingen Politik im Interesse Deutschlands, im Interesse Sachsens haben möchte, dann braucht es die AfD und die AfD wird darin auch gemessen. Und ich freue mich, dass wir dieses Jahr 2024 viele erfolgreiche Wahlen haben werden und die Politik endlich im Interesse der Bürger auch verändern werden. Das ist unser Ziel. Aber Sie könnten sich vorstellen, ein Bündnis mit Sarah Wagenknecht einzugehen, wenn es inhaltlich stimmt? Nochmal, ich habe gesagt, wir brauchen parlamentarische Mehrheiten. Im Endeffekt lade ich alle Parteien dazu ein, die es gut mit Deutschland meinen, die unsere Programmatik. Und wir haben eine klare Programmatik. Auch unsere Bundestagsfraktion hat ein 10-Punkte-Sofortprogramm entwickelt, was sehr gut ist. Und wer sich daran anlehnen möchte, wer daran mitarbeiten möchte, wer im Sinne der Deutschen dort Politik machen will, ist eingeladen, mit uns zusammenzuarbeiten. Mit uns wird es keine Brandmauern geben. Mauern bauen nur die Altparteien, bauen nur die anderen Parteien auf. Wir sind die einzige Partei, die Mauern einreißen werden. Die sächsische AfD gilt ja jetzt seit Ende des vergangenen Jahres als gesichert rechtsextrem. Das scheint aber die Wählerinnen und Wähler nicht zu stören. Ist Ihnen deswegen die Zuschreibung rechtsextrem mittlerweile egal oder nutzt es Ihnen sogar? Also egal ist es uns als allererstes nicht. Wir nehmen das sehr ernst. Wir werden uns auch juristisch weiter wehren. Wenngleich wir sehen, wir werden diese Debatte, und das ist leider so in diesem Land, nur politisch lösen können, indem wir Regierungsverantwortung übernehmen und wir auch klar dort Veränderungen im Verfassungsschutz durchführen müssen. Das ist im Übrigen bei den Grünen so gewesen, das ist bei den Linken so gewesen. Es wird wahltaktisch missbraucht, es wird wahltaktisch eingesetzt, um uns klein zu halten. Aber immer mehr Bürger merken das, sehen das und vor allen Dingen, sie sehen ja auch, was soll an einer AfD, an einem Tino Chrupalla, an einem Alice Weidel extremistisch sein? Wir haben klare Positionen und Programme, die wir vertreten und dafür machen wir Politik. Deswegen lassen wir uns da vom Verfassungsschutz nicht beirren und da in die Enge treiben. Wir gehen weiter mit unserer Programmatik voran. Günstige Energie, die gibt es nur mit der AfD, indem wir wieder Kernkraftwerke ans Netz bringen, indem wir wieder Nord Stream reparieren. Die anderen Parteien müssen erklären, wie sie eine starke Opposition, die stärkste Partei in Umfragen in Ostdeutschland, mit dem Verfassungsschutz in Verbotsverfahren, in Stasi-Manier klein halten wollen. Das hatten wir alles schon mal. Das erinnert an düstere, dunkle Zeiten. Und wir werden genau diese Debatten beenden, indem wir politisch Verantwortung übernehmen. Sie haben ja auch schon angekündigt, dass die AfD einen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin stellen will. Und wenn man sich jetzt die Neujahrsansprachen auf X anschaut, da machen Sie das ja gegenüber Ihrer Kollegin sehr staatstragend. Also ist die Wahl schon entschieden? Werden Sie der Kanzlerkandidat der AfD? Möchten Sie das werden? Wissen Sie, wir reden dieses Jahr noch nicht über Kanzlerkandidat. Das mache ich auch nicht. Ich denke, dass meine Neujahrsansprache und auch die von Alice Weidel aus den Herzen vieler Bürger gesprochen hat, aus vieler Unternehmer, aus vieler Mittelständler. Wenn man sich die Neujahrsansprache von unserem Bundeskanzler angeschaut hat, und diesen Vergleich muss man ja einfach mal stellen, 7 Minuten ohne Motivation, ohne Neues an der Realität vorbei. Er spricht dort offen von Mitreden und Mitentscheiden. Ja, meint er dann die AfD mit? Meint er die Wähler der AfD mit? Oder grenzt er die 10, 15 Millionen Wähler aus? Mit wem will er denn mitentscheiden, mitreden, wenn er in Sachsen bei 3% ist? Also alleine diese Motivationslosigkeit, diesen Realitätsverlust eines Bundeskanzlers ist wirklich einzigartig und eigentlich beispiellos in Deutschland. Und von daher lassen wir das die Bürger selbst entscheiden. Dieses Jahr liegen die Europawahl und die Landtagswahlen vor uns. Über die Bundestagswahl reden wir 25, aber vielleicht natürlich auch eher, das wäre zu wünschen, wenn wir weiter in Umfragen steigen, dass wir dann auch die Macht und die Kraft haben, in Deutschland weit politische Verantwortung zu übernehmen. Aber auch Sie malen ja in Ihrer Rede eine Vision aus. Ich zitiere, es kommen keine unerwünschten Zuwanderer, weil jeder in seiner Region gut und glücklich leben kann. Man muss den Regionen nur Respekt entgegenbringen, statt ihnen mit Bomben und Sanktionen zu drohen. Aber ich frage mich jetzt so ein bisschen, was sollen denn die Menschen aus der Ukraine dazu sagen, die vor den Bomben geflüchtet sind oder die Menschen aus Afghanistan oder dem Iran? Ja, die Gegenfrage, die ich stellen muss, wollen wir denn in diesen Regionen weiter Waffen und Munition liefern, damit noch mehr Flüchtlinge kommen? Der Krieg in der Ukraine, das wissen Sie, hätte verhindert werden können, wenn Selenskyj das gewollt hätte. Gleich nach Ausbruch des Krieges. Er ist nicht gewollt gewesen. Die Amerikaner haben diesen Herr Krieg Chrupalla, genutzt, um ihre Interessen durchzusetzen. Herr Chrupalla, ich muss Sie da unterbrechen, das behaupten Europa, Sie. Europa hat ihre...
Nee, das kann ich ja behaupten. Das ist ja meine Aufgabe als Opposition. Und Sie sehen, dass viele Bürger dieser, nicht bloß Behauptung, sondern dieser Tatsache, Boris Johnson hat extra diese Gespräche beendet, die in Ankara angelaufen sind. Das sind Fakten und die dürfen Sie einfach auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und das ist sicher nicht meine Absicht, aber es gab da auch einige Vorfälle, nach denen dann vielleicht etwas nicht mehr möglich war. Ich darf Sie da an Butscha erinnern und auch, dass es durch Verhandlungen möglich wäre, diesen Krieg zu verhindern, darf ich doch in Frage stellen. Diesen Krieg wird man nicht gewinnen, Frau Losch. Frau Losch, hier müssen Sie mich ausreden lassen. Die glauben doch nicht im Ernst, dass man diesen Krieg mit weiteren Waffenlieferungen beenden kann. Der Krieg wird immer mit Diplomatie, mit Gesprächen beendet. Und das muss auch das oberste Ziel sein. Und nicht, dass wir im Bundestag von Kriegsmüdigkeit reden und uns beklagen. Und Herr Kupala, da wird Ihnen auch keiner widersprechen. Aber wenn einfach der Ukraine keine Waffen mehr geliefert werden, wissen Sie genauso gut wie ich, dass dann die Ukraine nicht mehr weiter existieren wird. Und so werden weitere Bürger sterben. Ich möchte nur nicht, dass Deutschland in diesen Krieg hineingetrieben wird, dass unsere Kinder und Enkelkinder in diesen Krieg getrieben werden, dass am Ende noch ganz Europa in einen Flächenbrand in diesen Krieg verwickelt wird. Das ist das Ziel der AfD und dagegen und dafür kämpfe ich für Frieden. Und das muss immer die oberste Prämisse sein, Frau Losch. Und ich glaube, zumindest da können Ihnen viele zustimmen. Dankeschön für das Gespräch, Herr Kupala. Sehr gerne. Guckt her. Ihr müsst euch einfach nur an ein paar Regeln halten. Ihr dürft bestimmte Narrative nicht in Frage stellen, dann lassen wir euch in Ruhe, ihr dürft Interviews machen, ihr dürft euch hier präsentieren, ihr dürft euch hier super darstellen. Die großen Medien bilden ein Informationskartell bezüglich der Ukraine, das man wirklich psychopathisch nennen kann. Am 30. Dezember fand ein Angriff mit Streumunition auf ein russisches Straßenfest in der Grenzstadt Belgorod statt. Es war kein militärisches Ziel, es ging nur darum, Terror zu verbreiten und Zivilisten zu töten. Und das ist kein Einzelfall. Das war beispielsweise in Donetsk seit jeher der Fall. Weswegen Andrijivka auch so wichtig ist. Weil von Andrijivka aus wurden beständig Angriffe auf zivile Ziele verübt. Die Großstadt Donetsk durch das Erobern von Andrijivka aus der Beschusszone herauszunehmen, war wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, sich auf Andrijivka zu konzentrieren, die letzten Monate. Es stellt sich die Frage, warum sich die Opposition so schwer tut, den Ukraine-Konflikt zu erklären. Oder wieso es so schwer ist, diesem Narrativ entgegenzuwirken. Das Problem ist eine Vereinfachung, die die Tatsachen verfälscht. Also beispielsweise wird gesagt, Russland greift die Ukraine an. Das ist offensichtlich richtig. Wenn wir an die Ukraine denken, dann denken wir an Blau-Gelb, an ein einheitliches Blau-Gelb. Aber das spiegelt die Realität überhaupt nicht wider. Tatsächlich hat 2014 die Ukraine angegriffen, was erstmal vollkommen widersinnig klingt. Tatsächlich aber ist die Ukraine ein Vielvölkerstaat und die Bevölkerung im Osten hat ein ganz anderes Wahlverhalten als im Westen. Beispielsweise 2010 wurde mit 90% Timoschenko gewählt, im Osten 90% wählten Janukowitsch. Als 2014 der Putsch stattfand, da fanden viele Leute im Westen das wahrscheinlich in Ordnung, aber dem Osten der Ukraine wurde sozusagen ihr Präsident weggenommen. Es war natürlich klar, dass diese Leute protestiert haben. Und in der Folge hat Petro Poroschenko erklärt, deren Kinder werden im Keller leben, so werden wir den Krieg gewinnen. Sie werden keine Gelder bekommen, keine Renten bekommen und so weiter und so fort. Людей під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Er hat von deren Kindern gesprochen. Das heißt, er hat die eigene Bevölkerung im Osten gar nicht als eigene Bevölkerung wahrgenommen. Sondern man kann natürlich aus der Aussage herauslesen, diese Leute sollen am besten verschwinden nach Russland. Es ist dann genau das passiert. Es wurden Gehälter und Renten nicht ausgezahlt und es wurden gezielt zivile Ziele angegriffen. Das Problem ist auch, dass die Tragweite nicht offensichtlich wird. Es klingt jetzt so theoretisch, es werden zivile Ziele angegriffen. Wenn die großen Medien nicht die Bilder liefern, was es bedeutet, wenn zum Beispiel eine Rakete einschlägt in ein Gebäude und Zivilisten sterben, und dann haben die Leute nicht die Vorstellung. Also ich merke auch bei meinen Videos, das klingt irgendwie so theoretisch, ja gut, da wird halt irgendwas angegriffen. Aber wenn willkürlich, was das für ein Terror ist, wo tausende Leute schon gestorben sind, sogar noch durch die OSZE dokumentiert. Aber was das bedeutet alltäglich? Die Leute stellen sich es nicht vor, wenn es nicht mit Bildern untermalt wird. Und die großen Medien berichten es nicht mal und Bilder sehen wir sowieso keine. Weil Journalisten nicht hingegangen sind, absichtlich. Weil sie gewusst haben, was da passiert. In der Dokumentation Ukraine in Agony wird das ausführlich beschrieben. Es ist eine sehenswerte Dokumentation, wo wahrscheinlich die meisten nicht gedacht haben, wie wichtig sie einmal sein würde.
Sie ist aus dem Jahr 2015. Aus meiner Sicht ist die Aufklärung darüber, dass seit 2014 zivile Ziele angegriffen wurden im Osten, dass die russischsprachige Bevölkerung terrorisiert wurde, das ist ein ganz zentraler Gesichtspunkt, weil die Leute von der Moral überzeugt werden. Es ist das gleiche beim Klima. Die Leute, es ist ja schön zu sehen, dass die Deutschen nachhaltig sein wollen, moralisch sein wollen. Und deswegen unterstützen ganz viele dieses Klimanarrativ oder dass man was dagegen tut, um das Klima zu retten. Und genauso aus meiner Sicht das Argument mit den Zivilisten in der Ukraine, das zieht viel stärker als irgendwas mit NATO, mit NATO-Beitritt und so weiter. Wenn die Leute verstehen, dass zivile Ziele angegriffen wurden, dass die russischsprachige Bevölkerung terrorisiert wurde, dass die große Mehrheit der Leute längst nicht mehr in dieser Ukraine leben wollte und die großen Medien hier diesen Leuten Rückendeckung gegeben haben, also den Terroristen, indem sie zu spüren bekommen haben, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir berichten es nicht, ihr werdet noch unterstützt. Ihr bekommt Waffen und Geld, greift möglichst zivile Ziele an. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir erzählen nichts. Damit sind die großen Medien hauptmitverantwortlich. Also der Westen oder die westlichen Regierungen sind durch dieses Verhalten, in dem der Bevölkerung nicht erklärt wird, was im Osten der Ukraine seit 2014 passiert ist, hauptsächlich mitverantwortlich dafür. Weil das hätte die ukrainische Regierung, die hätte das nicht gemacht, wenn sie nicht dafür unterstützt worden wäre. Viele interessieren sich nicht für die Ukraine. Aber das ist, denke ich, ein großer Fehler. Weil es ist ein warnendes Beispiel, wie in Gefahr auch wir sind. Es ist aus meiner Sicht eine extrem gefährliche Situation, weil, wie wir hier sehen, es werden die großen Medien hier verbreiten, kollektiv Narrative, die sogenannte US-Geostrategie befördern. Ob es wirklich US-Geostrategie ist, darüber kann man streiten. Jedenfalls Leute von Beratungsinstituten, die viel Einfluss haben, also beispielsweise Stratford oder Rand, sie empfehlen dieses Vorgehen, dass es gut für die USA sei, weil man dadurch Eurasien spaltet und schwächt und man dadurch Weltmacht bleiben würde. Und diese Politik von diesen Beratungsinstituten oder auf Englisch Thinktanks, sie wurde in der Vergangenheit umgesetzt. Auch viele Politiker bei der AfD nehmen aus meiner Sicht die Rede von George Friedman immer noch nicht ernst genug. Es besteht hier dringendster Aufklärungsbedarf. Das muss dieser Einfluss der Medien aus dem Ausland, wie gefährlich das für Deutschland ist, das wird wahrscheinlich noch von vielen nicht erkannt. Aus meiner Sicht ist es nicht ausgeschlossen, dass irgendwann Deutsche die ukrainischen Soldaten ersetzen sollen und gegen Russland kämpfen sollen. Was hätte Tino Kupala vielleicht noch anders machen können? Aus meiner Sicht ist die Formulierung, Kriege werden immer nur mit Diplomatie beendet und Waffenlieferungen können keine Kriege beendet werden. Aus meiner Sicht ist das nicht wirklich überzeugend für Leute, die Fakten nicht kennen. Weil es ist natürlich so, angenommen es würde stimmen, Putin wäre ein verrückter Dämon, dann müsste man die Ukraine mit Waffen unterstützen, um Putin Anhalt zu gebieten. Und natürlich, wenn jetzt Putin verrückt ist und er unbedingt alles erobern will, dann kann man mit Diplomatie das auch nicht beenden. Es hängt vom Narrativ ab, es hängt von den Fakten ab und deswegen ist es aus meiner Sicht wenig überzeugend für verblendete Leute, das so allgemein hinzustellen. Und es gibt viele Leute, die verblendet sind. Die CDU steht aktuell bei 33%. Viele gehen auf den Leim. Also wir können uns das gar nicht vorstellen, aber ich kenne persönlich Leute, die das immer noch glauben, dass Putin ein Dämon ist und Deutschland erobern will. Das glauben viele Leute. Und diese Leute wählen CDU und das sind immer noch sehr viele. Die AfD ist mit 23% immer noch eindeutig die Minderheit. Da helfen dann solche Sätze, helfen nichts, sondern da hilft nur Aufklärung. Aber die hat Tino Kupala hier zum Glück auch betrieben. Er hat dieses wichtige Ereignis in Erinnerung gerufen und hat damit Aufklärung betrieben. Er hätte bei der Frage nicht darauf eingehen müssen, er hätte die Frage auch anders beantworten können. Er hätte das bestimmt gemerkt, wo er unterbrochen wurde, wo er ausreden kann, wo nicht. Und natürlich für seine eigene Karriere, der ist auch förderlich, wenn er möglichst viele Interviews machen kann und sich bei Welt toll hinstellen kann. Und vor allem ist natürlich die Konsequenz, wie oft wird er wieder eingeladen? Ich würde eher denken, dass er nicht so oft eingeladen wird. Und aus meiner Sicht ist es lobenswert, dass er hier sich nicht hat korrumpieren lassen. So fängt Korruption an. Solange du bestimmte Narrative nicht ansprichst, behandeln wir dich nett und du darfst voll ausreden und dich schön darstellen und Wahlkampf betreiben. Dankeschön für das Gespräch, Herr Kupala. Dieses auf den Tisch schlagen von den Zetteln von der Moderatorin ist aus meiner Sicht das klare Zeichen dafür, dass sie enttäuscht ist, dass dieser Anwerbungsversuch, dass er nicht gefruchtet hat bei Tino Kupala. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.